Hi Leute, hier ist eure Frau Zimmi. Was machen wir Nerds eigentlich, wenn wir nicht gerade mit Zocken beschäftigt sind? Wir lesen, und zwar Comics. Aber was genau dieser Comic mit dem NES-Spiel Clash at Demon Head von 1985 zu tun hat, zeige ich euch gleich in meinem Video. Stell dir vor, du bist mit deiner Freundin am Strand, die Sonne scheint, alles ist wunderbar. Und dann? War wohl nichts mit dem gemütlichen Cluburlaub, denn dich erreicht die Nachricht, dass ab jetzt sofort gilt, die Welt zu retten. Beim im Januar 1990 erschienenen NES-Spiel Clash at Demon Head seid ihr Billy Blitz, Sergeant einer Spezialeinheit. Während eures kleinen Strandurlaubs erreicht euch die Nachricht, dass ihr Professor Plum retten müsst. Dieser ist der Erfinder der Doomsday-Bombe und wurde entführt. Neben der Errettung des Professors könnte ein Entschärfen der Megabombe also auch nur von Vorteil sein. So macht ihr euch auf den Weg, zunächst einmal die Entführer ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Wir erfahren, dass ein gewisser Tom Guycott hinter dem ganzen Schlamassel steckt und er 7 Generäle entsandt hat, um euch zu stoppen. Diese Generäle besitzen jeweils ein Medaillon, welches ihr benötigt, um die ominöse Doomsday-Bombe am Ende zu entschärfen. Nach und nach stellt ihr euch in verschiedenen Leveln den Bösewichten und erbeutet ihre Medaillons. Soweit, so klar. Zwischendurch trefft ihr dann aber auch noch auf einen Verbündeten, der euch helfen will. Kurz darauf wird er leider durch einen ungeheuerlichen Versuch der Gedankenkontrolle dazu gebracht, gegen euch zu arbeiten. Er befreit daraufhin einen bösartigen Dämon, ja, der einst unter einem Berg eingeschlossen wurde. Als dieser dann auch noch in den Besitz eines der so dringend benötigten Medaillons gelangt, wird die Sache nicht einfacher. Ja, die Story ist ein wenig gewöhnungsbedürftig und an manchen Stellen wären weitere Erklärungen nötig, um den Plot wirklich zu begreifen. Aber nichtsdestotrotz ist die Story, gerade für ein NES-Game, durchaus packend. Gameplay-technisch ist Clash at Demon Head sicherlich Geschmackssache. Die Steuerung ist ein wenig schwammig und prinzipiell bewegt sich unser Charakter entweder zu langsam oder zu schnell oder springt unkontrolliert hoch oder ihr schafft es einfach nicht, eure Gegner zu treffen. Also bei dem Game ist echt einiges an Übung fällig. Apropos Gegner, diese sind wenigstens lustig anzusehen. Das Spiel wurde von einem japanischen Entwickler, Vic Tokai, erdacht und somit ist alles ein wenig, ja, im Anime-Stil gehalten. Wir haben es mit einem Action-Adventure zu tun, jedoch nicht mit einem typischen Vertreter dieser Ära. Denn auf der großen Weltkarte, die wir im Spiel anwählen können, können wir weitgehend frei herumreisen. Und uns ist kein genauer Ablauf vorgeschrieben. Insgesamt gibt es 40 verschiedene Routen und ihre Reihenfolge bleibt gänzlich uns überlassen. Jedoch, und das kann stellenweise ganz schön nerven, müssen wir unsere Wege ab und zu mehrmals beschreiten. Gut, dass wir im Verlauf des Spiels auch nützliche Fähigkeiten wie etwa das Teleportieren lernen. Aber in dem Game gibt es auch abgefahrene Sachen, wie zum Beispiel sich selbst schrumpfen und fliegen, gehören früher oder später zu unserem Repertoire. Bewaffnet sind wir mit einer Knarre, doch hier gibt es auch Luft nach oben. Wir können uns in einem Shop mit allen möglichen neuen Waffen ausstatten. Ebenso können wir dort neue Klamotten, Lebenselixier und ähnliches kaufen. Ja, aber wo ist denn nun der Zusammenhang zwischen Clash at Demon Head und den Comics von Scott Pilgrim? Nun ganz einfach. Der Erfinder der allseits beliebten Scott Pilgrim Comic-Reihe, Brian O'Malley, ist, wie könnte es auch anders sein, ein Nerd. Und begonnen hat er seine Passion mit, ratet, welchem Spiel? Richtig. Der kleine Brian war ein Riesenfan von Clash at Demon Head auf dem NES. Und so kam es dann, dass die Band sowohl im Scott Pilgrim Comic als auch in der Verfilmung denselben Namen trug. Natürlich gibt es auch eine Band mit dem Namen Clash at the Demon Head. Aber neben dieser netten Anekdote ist Clash at Demon Head aber so oder so durchaus spielenswert. Hat man dem Spiel einfach ein bisschen Zeit gegeben
und nicht gleich den Controller an die nächste Wand geworfen. So wird man wirklich warm mit dem Spiel. Was ich zuzüglich noch ganz nice an dem Spiel finde, ist die Musik. Ah, welch wohltuende 8-Bit-Klänge in meinem Gehörgang. Das war's von mir. Have a nice day and keep on socking.